Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Wie geht's? Wie steht's? Ah, hallo, Taubsen, na du? Ah, ja, jetzt passt alles wieder, sahen sie wieder wie neu aus. Perfekt. Tut sowas eigentlich weh? Ich frag mich immer, ob sowas weh tut, wenn man sowas machen lässt. Ich starte mal nebenbei Genshin schon mal. Also heute wird es nur einen kurzen Stream geben. Es wird kein langer Stream, weil ich muss um 12 Uhr, glaube ich, langsam los. Kann ich mich anmelden, Alter. Moment. Vorbereitung läuft gut. Ja. Ist also bis 11.30 Uhr oder so. Ja, meine Streams gehen normalerweise immer von 9 bis 15 Uhr, wenn ich streame. Aber heute nicht. Heute nicht. Bis zum Tag kann ich mich nicht anmelden. Bin kurz tanken, sitze im Auto. Alles klar. Wollte ich nicht schon wieder verpassen. Ist. Kann ich mich. Lege dich auf Beifahrer. Oh, dann cruise ich ein bisschen mit dir. Ich kann mich gerade nicht anmelden. Warum nicht? Ah, jetzt. Ich hab den Punkt vergessen mit dem Passwort. Mensch. Wieder drüber. Guten Morgen, Strummi. Na du, wie geht's dir? Na du, ja. Ja, so gut. Noch mehr. Geht nicht. Der kann keine Leute markieren. Das ist ein Scheiß. So. Ja, meine lieben Freunde, war es an der Stelle komplett. Schade. Muss ich das so machen? Wenn man, So. Noch etwas verschlafen, aber sonst noch recht okay. Na, okay. Hast du heute frei, also entspannten Tag. Im Gegensatz zu gestern und vorgestern und weiß was ich wann. So, huch. Ah, da. Ja. Jetzt ist das Genshin-Bild nicht da. Immer ist hier irgendwas anders. Okidoki. Das ist super. Entschuldigung, schön entspannen. Heute. Also, ich bin jetzt irgendwie gefühlt
Komm noch in Genshin Online gerade aktuell. Wird da denn jetzt schon wieder? Frage. Weiß schon ganz genau, welches Event wir komplett scheiße bewerten werden. Bin weiblich. Genau das Event. Hab daran teilgenommen. PC. Bin mal kurz weg, komm dann, muss kurz telefonieren. Alles klar. Wie zufrieden bist du mit der Aktion? Überhaupt nicht zufrieden. Ich mag die Handlung in Aktion nicht. Anhalte der Aktion sind nicht abwechselnd genug. Das stimmt. Gestaltung des Menüs, die war gut. Die war gut. Steuerung war auch in Ordnung. Verständlichkeit. Überhaupt nicht zufrieden, weil das man da überhaupt nichts erklärt bekommen hat, was man machen muss. Ich will was trinken, yes. Wie einige ja mitbekommen haben, apropos, habe ich jetzt eine kleine Partnerschaft mit Just Legend. Heißt, ihr könnt mit meinem Code Casimira 15% Rabatt bekommen auf eure Bestellungen, die ihr machen wollt, weil ihr schon Kunde seid oder Kunde werden wollt. Das gilt auch für die Probierpakete. Also wenn man nicht weiß, was einem schmecken könnte, empfehle ich immer das Probierpaketchen. Ja, also nur so als Nebeninfo. Wie ich zufrieden bist mit der Blablabla. Aufstieg, was war das hier? Habe ich doch eben schon beantwortet. Sehr langweilig, überhaupt nicht zufrieden. Wie hat er die Schwierigkeiten? Ja. Die Schwierigkeiten hatte das. Ja, das schon. Hatte Schwierigkeiten damit. Ja, ich hab gar keinen Bock, das zu beantworten, man hat nur Happy. So. Ich bin ja schon 48. Wir müssen eine Runde kochen, schmieden und Halle abholen. Das krieg ich Halle. Hallo Angie! Ja, Schatz. Hier erstmal. Ich gehe in die Kanne, da kann ich beides machen. Moment, Moment, Moment. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Was habt ihr das Wochenende gemacht, liebe Leutchen? Bei mir war das Wochenende ganz entspannt, tatsächlich. Ich muss heute, haltet euch fest, ich muss heute für 2 Stunden zur Arbeit, ja? Für ganze 2 Stunden. Ganz gut, nur saumüde. Oh je. Ja, müde bin ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mir von Just Legends so ein Schlafdingsbums reingezogen, der war gut. Konnte schlafen wie ein Baby, du. Also hat bei mir richtig reingekickt. Ich hab das ewig nicht mehr gehabt, dass ich im Bett
am Handy müde wurde und schon so halb am Einpennen bin am Handy. Ich hab ja mit jemandem geschrieben bis in die Nacht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also. Also, ich bin unschuldig. Gearbeitet. Oh Mann, ey. Ja, hast Dings Moira gewonnen. Auf ganz easy. Nebenbei. Ich meine, was soll ich denn kochen? Ich habe nichts mehr zu essen hier. So ganz cute die KI-Bilder geschickt bekommen. Tja. Also. Weiß immer noch nicht, was du meinst. Oder was für Dinger? Ach so. Ja, kann ich auch nicht. Ich habe keine Pilze. Bin pilzearm. Ich wollte nur, Dings. Mach mal schnell. Ja, ich kenne manche, aber ich wollte es jetzt einfach nur für den Battle Pass erledigen. Arbeit ruft, ganz viel Spaß. Dankeschön, Andi. Ich schreibe dich später. Ja. Battle Pass ist immer so eine Sache. Ich will das immer. Eigentlich habe ich immer alles schön vorbereitet. Leonie diese Woche, nö. Na, jetzt brauche ich nicht mehr weitermachen. Jetzt bin ich auf Level 50. Easy. Alles klar, Neko. Ja, ich habe einen Pull, ja. Schauen wir mal. Ich habe locker seit 20 Pulls keinen Nieder mehr bekommen, gefühlt. Hör das. Und mal den Pity sehen hier. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40. Also ich habe 40er Pity jetzt. Der letzte ist 39. Ich habe ja eben einen Pull gemacht, also 40. Eieiei. Okay. Hier, Puls. 95 Puls habe ich einfach schon. Hier. Cappuccino kann kommen. Kommt ja bald. Oh Mann. Muss noch erkunden, irgendwie mehr. Dann machen wir ein paar Dailies hier. Ich mag meine Cloud-Retainer mittlerweile so extrem. Ich weiß auch nicht warum. Ich fühle sie richtig gerade. Einfach. Vor allem, sie macht Damage, obwohl ihre Talente alle auf 1 sind. Sie macht so 17, 20k Schaden. Obwohl die Talente nicht nach oben sind. Ich will gar nicht wissen, wie sich das denn, wie das dann ist, wenn sie dann Schaden macht. Also, ich finde das ganz schön. Very nice. Sage ich jetzt mal so, ne? Dass ich schon so einen Schaden macht, einfach.
So. Ich hab noch andere Sachen. Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen. Wieso? Kaffee, Milch, Sahne. 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 Milch, brauch Milch. Erledigt. Kriegt man da eigentlich bei der Daily einen Erfolg? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit einem Erfolg geknüpft. Irgendwie gibt das solche Vibes. Stockt dies da im Zimmer gerade. Weiß gar nicht warum. Pisswetter da draußen bestimmt wieder. Ich verstehe die Logik vom Wetter nicht, ne? Wochenende die ganze Zeit schön warm gewesen, so 20 Grad. Und heute pinkelt das wieder aus Eimern. Alles. Jetzt, wo ich aus dem Haus muss, weißt du? Dachte gerade, was habe ich jetzt zerbrochen? Ja. Weiter geht's. So, ein Moment. Da. Irgendwie stimmt hier was mit. Den Bums hier nicht. Sehe ich nicht. Moment, ich muss auch mal was testen hier. Nervt ein bisschen. Könnte es dann mal sagen. Oha, Strömi! Hast du ja direkt hier Jackpot geholt, sag mal. 50.000, oha. Direkt das Fünffache. Auf ganz entspannt. Läuft immer noch als Wolfi rum. Als Fuchs, meine ich.
Kannst du, glaube ich, auch mittlerweile was anderes leisten, ne? Ach, das waren schon alle Dailies. So, mit der Lied abholen, sag mal. Hoppa. Einsammeln, weiter geht's. So. Ich wollte eigentlich heute. Also, ich habe jetzt die letzten Tage nur XP-Bücher gefarmt. Also einigermaßen. Ich brauche ja ungefähr 400, brauche ich bestimmt. Oder? Okay. Ich brauche schon noch einiges. Warte mal, warte mal kurz. Kurz was gucken. Nein, die klappen. Gut. XP-Bücher. Ich brauche ja. Ich möchte ja gerne für Cappuccino ein bisschen vorfarmen, ja? Also, ich muss einmal kurz nebenbei notieren, was sie noch braucht. Und Ausstiegplaner öffnen hier. Also, ich brauche. Also, ich habe die neuen Bücher noch gar nicht eingetragen. Ja, mein an. Warte mal. Inventar. Eine Sekunde. Ich habe 204 von denen. 478 von denen. Davon habe ich 5. 95 Bücher bräuchte ich noch ungefähr. Das sollte. Auf einmal 3 Millionen mehr. Woher habe ich jetzt auf einmal so viel Mora? Wäre wieder eine Zeit lang kein Mora ausgegeben, scheinbar. So, und dann muss ich. Ich weiß nicht, was ich sammeln muss. Ihre Dingsbums-Items hier. Hm, was sind die denn? Die Tulpen muss ich sammeln. Was sind die denn? Tulpis, wo seid ihr? Tulpen? So. Und den brauche ich noch 24. Das seid ihr. Hauen. Mal kurz ihre. Davon hat sie 8. Falsch. 31. 56. 90 von den goldenen brauchst du noch. Oh ja. Yeah. Also viel brauche ich gar nicht mehr. Läuft doch. Es läuft, es läuft, es läuft. Perfekt. Ich brauche diese komischen Tulpen. Wo waren die nochmal? Warte, öffnen. Weiß ich selber nicht. Finde ich die denn? Finde ich die denn? Finde ich. 81. Okay, hier unten sind welche. Also.
unten. Ja, ich glaube, dafür nehme ich Nahida, weil ihre E kann ja einsammeln. Das ist Luxus pur bei sowas. Aber erstmal gucken, wo die überhaupt sind. Ja, angeblich hier sein. Ich sehe aber nichts. Doch, da. Zwei Stück. Hier noch welche? Drei Stück gesammelt. Vier Stück. Ja, Als ob hier nur vier Stück sind. Also laut Karte sieht das mehr aus. Ja, sehe ich die jetzt oder sind das waren das jetzt nur vier? Lustig. Aber da. Ja gut. Gehe ich einmal hier zu dem unteren Stück. Gucken wir mal. Da ansteht. Nein! Dieser halb tot hier, Mensch. Ja. Aber da. Da hat es nicht mehr gereicht für die letzte. Aber ich darf heute echt, habe ich das schon erzählt, bis 2 Stunden zur Arbeit. Ah, Mann, ey. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Von 13 bis 15 Uhr, weil wir so eine komische also Dienstberatung haben, quasi Teamsitzung. So Zeitverschwendung einfach. Und ich hatte eigentlich heute wunschfrei eingetragen, weil ich eigentlich heute was machen wollte. Aber meine Chefin so, nee, die hatten da schon wieder wunschfrei drin. Wicker ist wichtig, blablabla. Okay. Hallo Wolf Nico, na du, wie geht's dir? Der Text. Heutzutage ist das so, ne? Oh Mann. Ich vergesse immer, dass es hier eine andere Ausdauer hat als woanders. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt. Hat jemand mitgezählt zufällig? Oh Mann. Überhaupt richtig. Ich muss da in dieses komische Eckchen rein. Diese eine Beschreibung beschreibt. Diese eine Beschreibung beschreibt mich, wenn ich aufstehe. Gott. So, hier soll jetzt auch welche sein. Weil hier oben irgendwo. Gucken wir mal. Ja, ganz oben, ja, Junge. Ist nicht verarschen. Ja, einmal die drei. Und einmal die beiden. Das war's. Dann sind hier hinten noch welche. Eigentlich müsste ich sie dann komplett haben, oder? Also so langsam? Ja. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich lasse sie einmal kurz.
Man braucht 168, ne? Insgesamt. Ich habe 153. Braucht man 166 oder 168? Ich weiß das nicht mehr. Wo sind die denn hier? 168, okay, okay. Da brauche ich noch mehr als 10. Hast du die am Brunnen schon geholt? Da gibt es 10 Stück. Echt? Ach, du meinst hier... Ah, ja, ja, ich weiß wo. Danke, Felix. Felix? Felix? I don't know. Den Namen habe ich noch nie so in der Schreibweise gesehen. Hab gestern weiter für MR Otter gefarmt. Mir fehlen jetzt noch was? Mir fehlen jetzt von den Sternen noch 4. Kannst du auch bei mir sammeln, wenn du willst. Müsste ich alle haben, oder nicht? Ne, einer fehlt mir noch, scheiße. Verdammt. Noch irgendwo eins zufällig. Warum liegt da ein Hühnchen im Wasser? Ein totes. Einfach ein totes Huhn. Aber ich glaube, hier sind keine mehr. Ich glaube, die habe ich jetzt alle gesammelt. Aber oben sind noch welche. Warte mal. Bisschen weiter. Ja. Sind noch welche oben. Wir laufen und laufen. So. So. Und sie hier jetzt? Weiter hoch. Ah, nee, ist schon okay. Braucht ihr die Honor of the Jobs? Ah ja, okay. Hab's dir angeboten. Bei dem Torbogen rechts abbiegen. Torbogen, Alter. Da. Links-Rechts-Schwäche. Da. Es rennt nicht von mir weg. Hm. So, jetzt habe ich 169. Perfekt. Wird ja ausreichen. Ich denke, dass ich jetzt einen mehr habe, als ich brauche, aber ist okay. Das ist okay. Danke, Falk, für deine Hilfe. So, jetzt fehlen mir nur noch 90 Talentbücher, die ich heute auch farmen könnte. Ja, nicht, aber nicht 90, aber... das Stück. Oder... Ja, obwohl, mir bringt es halt nicht mal was, die Talente zu farmen, bin ich ehrlich. Ich kann sie eh nicht hochmachen. Jetzt. So, gucken. Bücher kann man angeblich heute farmen. Aber heute ist Montag, eigentlich. Stimmt.
Bin bestimmt. Nee, habe ich leider nicht. Omi. Den habe ich leider nicht. Was heißt leider? Ich wollte den nicht. Bin kein Bogentyp. Ich spiele ungern Bogenchars, sage ich jetzt mal so. Keine Ahnung warum. Ich finde den Bogen, ne? Optisch so hübsch und dann hat er einfach nur Physik. Schaden. Und das ist so beschiss. Achso, ich wollte Talentbücher angucken. Talentbücher, wo seid ihr? Ja. Viele Ordner. Du siehst die Ordnung. Seite sagt. Oh, die Seite ist noch bei Sonntag, Alter. Montag. Ah, ich dachte, man kann die heute farmen. Kann ich erst am Mittwoch farmen. Okay. Am Mittwoch. Heute kann man nichts farmen, einfach. Und den brauche ich noch 90 Stück schon. Den brauche ich nun den 63. Warte mal. Ich crafte die schon mal so, wie ich sie brauche. So. Also, ich brauche von denen noch 9, also. Ja, perfekt. So. Von denen habe ich jetzt 64. Auch genau 63, scheiße. Ja, okay. Kann ich nicht ab. Gut. 9. 64. Und dann habe ich 24. Was schon da. War halt noch von den goldenen tatsächlich noch. Hat er 90 Stück. Uff. Da muss ja 3 Jahre fahren für. Guckt. Was mache ich dann stattdessen heute? Kurz abchecken. Irgendeine Waffe sollte ich ab. Ich weiß nicht mehr welche. War die Waffe von Tignari, ne? Wer hat gesagt, soll sie auch 90 machen? Und das heute farmen, ne? Das passt. Aber ich sollte auch. Oder das so genötigt, die auch zu abmachen. Kann ich auch heute nicht farmen. Junge, kann ich heute überhaupt irgendwas farmen? Einfach nicht. Auch nicht. Ich hab nicht so mit Waffen. Ich glaube, heute kann man keine Waffen farmen, ne? Ach, die kann ich farmen heute. Aber die habe ich ja schon. Also wirklich. Ja, die Teile könnte ich farmen. Könnte ich die Waffe auch 90 machen. Maybe. Umständen. Aufladerate. Sehr schön. 20, 20, 20. Das ist okay.
ihre Talente auch einfach, ne? Aber auch gar keine Bücher für sie. Einfach auf eins. Alles perfekt, fertig, außer die Talente. Aber sie macht ja so auch schon Schaden, also von daher. Ist es ja eh egal. Habe ich denn heute Artefakte? Ich guck einmal kurz. Ich habe ja quasi vorgebaut. Ja. Ein bisschen. Da fehlt kein Tee drauf. Das ist okay. Habe ich keinen mit KT und Kritschaden? Doch hier. Aber mit Aufladerate, nee. Ich habe so viele von diesen Dingern, ne? Schade. Ja, Mann. Direkt auf 14 Crit-Schaden. Na, 52 zu 104. Bisschen much, ne? Also ich brauche, muss schon ein bisschen, hoffentlich noch ein bisschen Crit-Schaden rauskriegen. Definitiv. Also hier muss noch ordentlich Crit-Schaden. Das war's auch schon wieder. Ja, dann sind alle schon oben. Aber ich kann ja. Warte mal. Ich habe 3000 Millionen Waffen rumfliegen. Blumen rumfliegen. Da wird doch irgendeine sein. Und auch mal KT und Kritschaden hat. Weil hier ist Verteidigung hochgegangen und das ist ein bisschen Pain. Warte mal. Jetzt filtern. KT und Kritschaden. KT, 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 Kutschan, Kutschan. Die Waffe, die wäre auch nicht schlecht, ne? Was ist denn einmal für gleich? Und dann fehlen aber die 8 KT. Könnten ausschlaggebend sein. Lass Leo was trinken. Yes, I do it. Hallo Don, wie geht's dir? Naja, 8 Kritscher, 8 KT ist ja schon fast 10 KT, ne? Schon viel aus. Das kann ich nicht wegmachen. Umtauschen. Ich brauche, wenn denn, 1 was KT und Kritschaden hat. Dann Fire, okay, mit KT und Kratschan habe ich bestimmt auch nicht. Falsch. Sollten auswählen. Hätte den noch? Der hat auch beides. Aber der ist von den anderen Sets ein bisschen besser. Guten Morgen, dann. Ich bin beim Struggle mit dem. Mache nicht, mache mich nebenbei für die Uni fertig. Okidoki. Hast du heute präsent Unterricht? Dann. Also.
Das ist der einzige. Man könnte den von der nehmen. Aber da auch, da fehlt auch wieder der Angriffwert. Ja, 10 bis 17 Uhr. Oha. Was für ein Scheiß. Einfach 7 Stunden. Oh, Pain. Das tut weh. Also der hätte den, aber der ist on-set bei ihr, also wird das eher nichts. Muss ich mich damit zufrieden geben oder halt den nehmen. Da fehlt aber der Angriff dann. Und Elementarkunde fehlt. Na, mal gucken. Muss schauen, wie weit das geht. Also, das wäre eine Kantiva Fazzi. Ich muss gucken, wie weit das noch nach oben geht. Mal gucken. Ja, aber ich weiß auch noch nicht, was ich heute farme. Ich denke mal, ich farme ein paar Artefakte. Dann ist gut. Die Frage ist, welche Artefakte? Ich bin ja nur die von Avia Farm. Wirklich Bosse? Nee. Brauche ich irgendwie nicht gerade. Das mache ich wann anders, eher gesagt. Jeder mit hier. Let's go! Ein bisschen überfragt mit dem Bullying vom neuen Show. Die schon so viel Damage macht. Die hat Talente auf 0, Alter. Ohne Witz. Gefühlt. Oder auf 1. Die macht einfach schon Schaden. Wir. Am besten wäre Bennett noch und dann Shepard hat aber hier. Aber auch nicht immer. So. So. Hallo Tia, na du? Alles fit bei dir? So. Easy going. Länger gedauert als sonst, aber egal. Ursprünglich. Ja, und bei dir, bei mir ist auch alles bestens. Danke der Nachfrage. Danke, danke. So. Verteidigung, Fische Schaden. Ja, Mann. Mann. Fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon gut an. Warte mal, ich sehe gerade. Avatare verschwinden hinter meinem Avatar. Das ist nicht gewollt. Aber einfach gegen Dings gefahren. Ging jetzt schneller als vorher. Ah.
Ja, eine Blume mit KT und Angriff. Oh. Wenn da jetzt eine Crit-Schaden raufkommt, das wäre perfekt. Ah, ich habe mich jetzt doch entschieden, Verena zu bauen für einen anderen Team. Hast du sie jetzt? Dass sie die ganze Zeit rumliegen, oder wie? Ja, ich habe sie, seit sie rausgekommen ist. Ach, was? Hast du sie nicht gebaut? Das hatte ich mit Nahida. Ich hatte Nahida eine Zeit lang, ich glaube, boah, ein halbes Jahr auf Level 50 und habe sie einfach nicht gelevelt. Und dann habe ich es irgendwann doch gemacht. Nochmal ein Physical. The fuck? Aber ich habe schon wieder nur Müll, außer ein. Okay, die Blume, die könnte was werden. Mal gucken. Ich glaube, meine Blume ist nicht ersetzbar auf einer Navia. Da muss ich ein bisschen Kritschaden rum zurückstecken. Hab Nahida sofort gelevelt, weil ich sie sofort spielen wollte. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe sie gepult, ne, hatte ich irgendwie auch gar keine Motivation mehr zu leveln oder sowas. Ich glaube, das war so kurz. Es war so die Zeit, wo ich langsam in Pause gegangen bin. Ich hatte ja, als Meru rauskam, eine kleine Pause, also bei der Wüste und so. Ich glaube, das war kurz davor. Junge, ey. Ich krieg nur Scheiße, Mann. Also, die Domain ist echt gemein. Sag ich, wie es ist. Also, ehrlich. Das ist echt. Dann werde ich dir viel Glück mit dem Artefakt. Ah, Mann. Bin gespannt, was dabei jetzt rumkommt. So, also, die hat eigentlich ein relativ gutes Artefakt drauf. Na, aber halt auch ein bisschen kacke. Also, ich habe ein paar Blümchen am Start. So ist es nicht. Na, könnte noch einige haben. Aber ich brauche mich. Ich habe keine mit KT und Kratzschaden, ne? Ne. Gucken wir mal. Oh man. Oh. Ich könnte. Ich
könnte das trotzdem abmachen. Was denn hier eigentlich? Was brauche ich für Navia? Da würde ich schon sagen. Aber ich habe keinen Offline-Place für sie. Ich kann das nicht mehr, Alter. Mann! Ich kann das wirklich nicht mehr mit ihr. Macht mich fertig. Wenn das probieren, ob der KT noch mit draufkommt. Und hier könnte ich probieren, ob Kritschaden noch draufkommt. Aber ich uppe das auf Risky. Die hätte dann dafür aber mehr KT, aber halt dann fehlen 21 Kritschaden. Was tue ich? Was mache ich? Ich mache den mal hoch. Definitiv in Ordnung. Den würde ich eher haben als den. Und Mann. Auf EM hochgegangen. Wie bitte? Will das Spiel mich eigentlich komplett... Also das Spiel will mich, glaube ich, komplett hops nehmen. Kann das sein? Also bei dem... Also nee. Also das ist... Ich bin am Samstag mit dem Erlebnispass fertig geworden. Ich bin heute damit fertig geworden. Ja. Wir haben noch 2 Stufen gefehlt. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ehrlich, was soll das? Also ich bin gebrochen einfach. Bin einfach gebrochen. Dann brauche ich gar nicht weiter ab, Alter. Also die EM schmeckt schon gut da drauf, aber... Hallo. Ich wünsche, man könnte das kaufen, Artefakte. Nee, das ist echt zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Einfach nur. Ich könnte mich darüber aufregen, ganz Tag. Das war denn wo ein Satz mit X? Ne? Also ich habe hier jetzt noch ein paar Federn am Start. Das Game gönnt halt nicht, ne. Also ganz ehrlich, also ich habe bei keinem Char so viele Probleme gehabt wie bei Navia. Ehrlich, ich hatte noch nie solche Probleme beim Artefakte bauen. Bei Charakteren baut man nicht. Außer bei ihr. Das ist so bodenlos teilweise. Hallo Toga. Na, wie geht es dir? So frech. Einfach nur. Ich meine, okay. An sich ist es nicht schlecht, aber als Geo-Char bringt mir das halt echt nichts. Ne? Das ist das Ding. Ich könnte das weiter upen und probieren, ob auf KT geht, aber im Endeffekt ändert das nichts. Ja, bin krank. Immer noch. Oder nee, du wurdest krank, ne? Gute Besserung, Toga. Schön viel schlafen, viel trinken. Ne? Diese Probleme hatte ich bei Raiden.
Mann, ich weiß halt auch mittlerweile gar nicht mehr, was ich ändern soll oder was nicht. Ja. Also, der Helm ist selbstverständlich, dass der geändert werden muss. Problem ist, ich habe nur einen KT-Helm rumfliegen, statt einen Kritschaden-Helm. Hätte das ist, hat allein das Artefakt, das hat so weh getan, dass er einfach 1000 LP drauf. 1000. Das wäre ja eher was für Dings. Jelan. Das hat auch ewig gedauert, bis ich da mal. Trinken ist kein Problem. 3 Liter Tee gehen jeden Tag weg. Uff. 3 Liter. Junge. Einfach erstmal 3 Liter. Oh, ich bin überhaupt kein Teemensch, ne? Also, kalten Tee ja. Warmen Tee eher nicht so. Auch das Artefakt war Pain, ne? Das hat ewig gedauert, bis ich das überhaupt gedroppt habe. Ja. Also wirklich. Ich glaube, der Char wird niemals gut. Ich werde niemals gute Sachen bekommen bei ihr. Ich bin einfach gebrochen. Nur noch gebrochen. Das war an der Stelle komplett. Warum habe ich denn so viele? Ich habe so viele Sachen rumfliegen, ja, die geabt sind. Weil ich nicht mehr brauche. Ich glaube, die waren alle mal auf irgendwelchen Charts drauf. Das hier zum Beispiel, das hatte ich ja vorher auf Cloud Retainer drauf. Wollte sie ja erst auf dem Set bauen. Die ist echt gut geworden. Eigentlich. Trinke auch Tee, aber Eistee. Hauptsache Tee, wa? Irgendwie könnte meine Kirara mal endlich ein bisschen up to date machen. Während das mit Navi ja nicht so gut hinhaut. Geht auch recht gute Artefakte am Start. Ich kann mich nicht beschweren eigentlich. Das ist auch krass, dass das einfach auf 26 Crit-Schaden hoch ist. Mein Navi hat auch schlechte Artefakte. Also ich würde nicht mal sagen, dass mein Navi schlechte Artefakte hat. Nur, krieg kein KT raus. Das ist das. Ich krieg nicht mehr KT raus und ich brauche einfach mehr KT. Und ich würde bei der Blume gerne auf den Crit-Schaden verzichten. Und dafür eine bessere Blume hochmachen. Problem ist, meine Blumen kriegen kein KT und Crit-Schaden. Und das ist so ein bisschen. Ich habe ja eben eine Blume gehabt, die war gut. Bis EM zweimal hochgegangen ist. Das ist halt das meine ich halt, ne? Das ist so auch anstrengend manchmal. Also nervlich einfach, ne? Ich kann das nicht mehr. Oh, Showcase gibt's nicht mehr. Oh, hab vergessen, die das zu aktivieren. Upsala. Entschuldigung. Wieder aktiviert. So, jetzt. Wieder an. Wollte eigentlich auch nicht auf Navia pullen. Aber mich hat's denn. Aber ja. Und jetzt Elend anschauen. Hi, jetzt bin ich gespannt. Hallo Libra.
gehen hier. So, wo ist sie denn da? Nicht mal auf Level 90. Du bist die Erste, die mich nicht Librax nennt. Siehst du mal. Bin gut. Ja, also das X ist für mich so Namentrennung gedöhnt. Deswegen Libra. So, wir haben jetzt eine Navia von Toga mit 2000 Angriff. Was nicht schlecht ist. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück, Toga. Thompson, Entschuldigung. Junge, ich und die Namen manchmal. Oh. 47 zu 165. Ja, bei mir sieht es doch nicht besser aus, ey. Du hast wenigstens 2 KT mehr. Okay, die Waffe ist interessant. Kann man auf ihr spielen? Definitiv. Bitte, was du hast? 47 KT und 165 Crit-Schaden. Ohne Waffe. Also das ist jetzt aber... Nee. Angriff. Doppelangriff. Crit-Schaden. Sieht doch gut aus. Geo-Schaden. KT-Crit-Schaden. Oh. Ja, okay. Das ist Pain. Das ist richtig Pain. Und das fühle ich gerade auch mega. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe auch auf dem Cage 1000 LP drauf. Junge, was ist das? Wir brauchen keinen LP beim Geo. Das KT-Haarreif. Ah, okay. Mit 19 Crit-Schaden. Oha. Das würde ich auch noch so nehmen, hätte ich das. Crit-Schaden, KT, Elementar und Aufladerate. Das wäre ein Träumchen, wenn ich das Artefakt hätte. Das wäre ein Träumchen, genau so wollte ich das auch haben. Aber nein, du hast wenigstens überall KT und Crit-Schaden drauf, außer bei der Uhr. Ja, okay, der KT auch ein bisschen überall, ein bisschen weiter unten, ne? 42 KT, aber nur durch Artefakte, das ist halt mega, ne? Aber die meisten, also 31% davon ist ja der Haarreif. Aber trotzdem, ich habe das mit Waffe. Ja. Und 86 Crit-Schaden kann man auch nicht mehr. Eigentlich auf einem guten Weg. Die Frage ist halt, mit was man das alles ersetzen möchte am Ende, ne? Den kriegst du auf jeden Fall ersetzt irgendwann. Den definitiv auch irgendwann. Den brauchst du nicht ersetzen. Kann man drüber streiten, ob. Würde ich aber auch jetzt nicht unbedingt ersetzen. Ich würde eher auf eine KT-Waffe umsteigen. Bei ihr oder auf eine Angriffswaffe. Sogar hast du ihre Eventwaffe. Aber wenn du ihre Eventwaffe hast, die hat ja übertrieben viel Angriff. Da würdest du um einiges nochmal dein Damage pushen. Also viel Aufladerate brauchst du gar nicht, glaube ich. 154. Da würde mich mal interessieren, was das für einen Unterschied macht, wenn du die Eventwaffe raufhaust. In welchem Team spielst du sie denn? Spielst du sie solo? Ohne Doppel-Geo? Also wenn du jetzt mit Elektro spielst, Geo und Song Li, dann hast du eigentlich Ult easy voll. Beispielsweise. Also ich habe bei ihr tatsächlich keine Probleme mit der Ult. Ich habe viel weniger Aufladerate. Na, Hida Navia ist ja entbindet. Ah, okay.
Du hast keinen zweiten Geo, der Kristalle macht. Also der mehr Kristalle macht, er gesagt. Also ich nehme immer einen zweiten Geo-Char mit bei Navia, weil der zweite Geo-Char mehr Kristalle machen kann als Navia selbst. Also dass man mehr zusammen. Und Geo-Chars habe ich so gut wie keine. Hast du Ninglong? Die ist auch sehr gut mit ihr. Beim Großen und Ganzen ist eigentlich in Ordnung, da du dadurch eventuell noch eine Crit-Schaden-Waffe rankriegst, dann. Lass mich mal einmal gucken. Ning habe ich, ja. Die Battle Pass-Waffe ist sehr gut für sie. Also auf R5 kannst du die nutzen, hast du mit deinem KT noch ein bisschen höher. Dann ist deine Navia perfekt. Von den Stats her. Oder halt die Waffe. Hast du auch nochmal Aufladerate. Aber um einiges mehr Angriff. Das ist halt, wenn du die R5 hast, die hat auch Aufladerate, die Waffe. Aber hat dann halt viel mehr Angriff. 24%, ne? Also noch mehr. Hier. 5-mal, glaube ich. 5-mal 24? Keine Ahnung. Hab ich nicht. Was? Hast du kein Battle Pass Waffe? Kaufst du dir deinen Battle Pass nicht? Na, dann los. Hab nur Wolfszahn und schwarzes Schwert. Pin. Ja, aber die Waffe lohnt sich auf jeden Fall auf Navia auch sehr. Wenn ich da. Ist glaube ich sogar ihre zweitbeste Waffe, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist ihre zweitbeste Waffe. Die hier. Oh, Gottchen, müde. Heute, Mann. Muss weiterarbeiten, alles klar. Tja, danke, dass du da warst. Viel Spaß beim Arbeiten. Ich kaufe eigentlich nur Mutsingen. Achso, ja, okay, dann ist natürlich ein bisschen Pain. Ansonsten ist die Waffe auch sehr gut. Da hast du viel mehr Angriff mit ihr. Was bringen eigentlich die Legendenaufträge? An sich nichts. Außer 60 Primos. Aber es gibt Legendenaufträge, die geben dem Wochenboss. Zum Beispiel der Legendenauftrag von Zhongli gibt dir einen Wochenboss. Die Legendenaufträge von Nahida bringen dir einen Wochenboss. Die Legendenaufträge von Raiden bringen dir einen Wochenboss. Und. Zhao's Legendenauftrag brauchst du, um ein paar Dailies Erfolge machen zu können. Oder ein paar Dailies freizuschalten. Was war noch? Mehr weiß ich gerade auch nicht. Ah, okay, danke. Den Ding. Ja, Melin kann ich ihr geben, muss es nur einmal leveln. Dann kannst du ja mal ausprobieren, weil der Angriff, ist der, den du dadurch bekommst, ist schon sehr nett. Du hast dann zwar 6% weniger Aufladerate, aber du hast dann halt dafür mehr Angriff. Dann musst du halt mal testen, ob das mehr bringt. Ich hatte ja vorher, also ich hatte vorher die Waffe auf Navia, deswegen ist sie auch Level 90. Und die hat dadurch halt um einiges mehr angegriffen, ne? 2400. Dafür hat sie aber scheiß Stats. Aber es war, hat schon, ja.
Wieso machst du die Legendenaufträge durcheinander? Was meinst du, The Blacks? Wie bekommt man diesen Schatz der Sterne? Das zeigt immer auf den gewundenen Abgrund. Schatz der Sterne? Ich weiß gerade nicht, was du meinst, Thompson, tatsächlich. So. Oben beim Kompass. Das linkste Symbol von den Symbolen rechts. Ist bei mir gar nicht drin. Du kannst da. Ich denke mal, Sterne meinen sie hier. Der Abgrund, der hat. Der Anstandslegenden. Als vorletztes, den fängst du lieber an, als die anderen da was machen. Die kann ich nicht freischalten. Deswegen. Das hat nichts. Ich mach die Legendenaufträge so oder so nicht. Ich konnte die halt nur nicht. Kann die halt nur nicht freischalten, weil mir die Quests dafür fehlen. Den schaffst du nicht komplett. Aber du kannst dir schon ein paar Sternchen holen. Ich glaube, bis Raum 2 oder so kannst du machen schon. Einfach so, so weit machen, wie du kannst. Also ich glaube, du kannst die ersten beiden Räume machen. Du kriegst, Primus pro Raum. 100 Primus pro Raum. Wenn du die schaffst. Den kompletten Abyss wirst du noch nicht schaffen. Das dauert ewig, bis du den dann immer ein bisschen hinten schaffst. Ne? 36, 36, 36, 36, 36, ja. Hier habe ich das erste Mal, glaube ich, einen eigenen Abyss gemacht. Jetzt sind eigentlich nur noch 36. Vor allem. Easy going. Das dauert. Also du wirst das nicht sofort hochkriegen. Ja, gibt halt so eine 2400 Primer Belohnung. Ja, wenn du alles machst, ja. Du kannst die andere nicht machen, weil der von Jan es machen muss. Nein, das stimmt nicht. Da steht doch. Lies bitte zunächst Kapitel 5 ab. Das ist die Woche, das ist der Akron-Auftrag. Ja, die Main-Quest. Die habe ich noch nicht. Deswegen kann ich die nicht machen. Das hat nichts mit der Quest von Cloud Returner zu tun. Du kannst alle durcheinander machen, wenn du willst. Hat aber nichts mit dem. Das beeinflusst sich nicht gegenseitig. Hier kann ich auch nicht alle machen. Weil mir der Quest fehlen. Hin. Ich habe einfach keinen Bock, den Hauptauftrag zu machen. Wenn ich die Story spielen würde, dann könnte ich alle freischalten, aber habe keinen Bock. Ich hasse Questen. Also ich muss die Story eigentlich mal zu Ende machen. Das heißt, die Legendenaufträge müsste ich eigentlich auch mal fertig machen. So viele Primus, ja. Mir gefällt dieses Zeit-Primo-Verhältnis nicht, weißt du? Du investierst da 2 Stunden und kriegst 60 Primus. Wow.
ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Ist nicht so das, was ich mir davon vorstelle. Was mache ich denn jetzt? Weiß ich auch noch nicht. Okay, können wir noch einen Pull holen wieder? Da habe ich 6, 9, die muss ich mir auch noch holen, Alter. Die kann ich mir erst holen, wenn ich auf den neuen Char gepullt habe. So, auf den letzten Drücker. 96 Pult. Aber neue Villette hätte ich auch schon gerne, ne? Den hätte ich auch schon super gerne. Muss mal das Probespiel machen, habe ich noch gar nicht gemacht. Aber. Nee. Also, ich finde den cool, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Also, ich habe sogar seine Waffe, weißt du? Ich könnte ihn easy bauen, aber. Ich hab schon auch gut was zusammen. Wie viele hast du? Andere Figuren probieren. Machen wir mal den Kasua. Den ich schon habe auf C1. Ungewollt. Oha. Schmeckt. Gehst du auf die Waffe bei Cappuccino oder auf Constellation? Herausforderung gelassen. Erst hier 0, dann Waffe und das, was überbleibt, was ich nicht glaube, in Constellation. Okay. Also ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob ich auf die Waffe gehe. Weil ich muss ja definitiv ins Geld gehen, wenn es darum geht. Es sei denn, ich kriege Waffe und Charakter sehr früh, was ich nicht glaube. Weiß nicht. Bin auch noch ein bisschen am Überlegen tatsächlich. Also sie auf jeden Fall. Aber ob ich ihre Waffe. Also ihre Waffe hätte ich auch gerne. Aber irgendwie bin ich gerade nicht mehr so krass gehypt wie vorher. Also ich bin schon gehypt, aber nicht so wie vorher. Ich muss gucken, wie es denn doch am Ende wird. Also ich glaube, ich werde sie wahrscheinlich eh pullen, aber mit der Waffe halt noch ein bisschen überlegen, ne? Ob ich auf die Waffe gehe. Aber rein optisch gibt es halt keine andere Waffe, die zu ihr passen würde. Als ihre eigene wahrscheinlich. Deswegen keine Ahnung. Weil ich die Waffe nicht bekommen sollte, habe ich sie nur den Jad später. Ja, den habe ich auch. Aber der sieht halt scheiße aus auf ihr bestimmt.
Sieht auch nicht gut aus. Hm. Grün und rot. Weiß. Ich weiß nicht. Mal gucken. Also es wird... ja, schon. Ja. Mal gucken. Bin gespannt. Was da auf uns zukommt. Ich habe da auf jeden Fall Urlaub. Also ich werde auf jeden Fall streamen. Mein Gepülle. Mal gucken. Ja, same. Ich glaube, meine letzte Waffe war ja die von Navia. Und da hatte ich eigentlich relativ... Naja. Nicht wirklich Glück. Aber hab sie halt beim zweiten Mal bekommen. Das geht noch. Also wenn du die Waffe beim zweiten Mal bekommst, ist easy. Solltest du sie aber beim ersten und zweiten Mal nicht bekommen, dann ist scheiße. Dann ist richtig kacke. Weil beim... Oh, nee. Das wäre richtig Pain. Da müsste ich übelst reingrinden einfach. Auf übertriebener Basis. Ah, nee, weiß ich noch nicht. Bin echt. Ich habe ja noch ein bisschen was zu erkunden. So ist es ja nicht. Und mit 4.6 wird es hoffentlich ein bisschen leichter. Erkunden. Also das wird noch, ey, ist so Pain. Also mehrere wird mich komplett auseinandernehmen, glaube ich. Ich glaube, das ist bodenlos. Was das? Das wird einfach nur bodenlos. Das neue Gebiet werde ich auch auseinandernehmen. Was für ein neues Gebiet? Sogar. Meinst du das hier oder? Das, was wir nicht wissen. Offiziell. Ich habe mir Karlsruhe geholt. Mit dem machst du nichts verkehrt. Also mit Karlsruhe machst du absolut nichts verkehrt. Karlsruhe hätte ich auch gerne. Wollte ich auch gerne haben damals. So, Entschuldigung. Ich habe ihn ja schon. Aber ich habe ihn beim ersten Mal nicht bekommen. Ich war bei Pity 79 oder so. Ich meine, sofern einkommen seid. Noch gut gerettet. Ich hatte damals, als Carsor drin war, Pity von 79. Hab ihn dann nicht bekommen. War richtig gebrochen und dann beim zweiten Mal habe ich ihn doch bekommen. Dann habe ich ihn sogar noch C1 bekommen. Also so auf Wiedergutmachung-Basis. Hatte ihn dann nach 48 Stück. Oha, Anfängerglück einfach. Das ist Anfängerglück. Ich will eigentlich so gerne erkunden, aber ich bin mehr deprimiert mich einfach nur. Und die Wüste kann ich noch nicht machen, weil mir dann die Weltquests fehlen. Fontaine könnte ich machen. Passt aber dann auch nicht mit meinem Rhythmus zusammen. Also irgendwie, ich bin da ein bisschen am Struggeln. Hallo Yokomi! Na du? Wie geht es dir? Dann habe ich jetzt hier viel durch. Die beiden gefallen mir mega. Ah, ist doch gut. Der ist auch nicht verkehrt auf jeden Fall. Wie ist das mit den Waffenbanner? Ist die Chance 33, 55, 100 oder immer 50? Warte, das dafür, da zeige ich dir mal was sogar. Da zeige ich dir mal was. Warte. Ich wäre ja nicht Leonie, wenn ich das nicht alles parat hätte, ja? Warte kurz. Ja, das falsch ist. Nein! Ich hab das nicht hier drauf. Moment. Auf dem Discord habe ich das.
Warte, 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 warte. So. Öffne das mal eben für dich. So. Meine Allergie kickt, nervst du ultra hart, aber es ist nun mal. Da fängt es immer an. Eigentlich habe ich nur im Frühling. Oh no. Oh, Allergie ist richtig kacke. RIP. Mir geht's gut soweit. Ich muss heute für 2 Stunden für zur Arbeit. Ist auch nicht so geil, aber passt schon. So, sogar, passt. Pass auf. Ich wäre nicht Leonie, wenn ich das nicht schriftlich hätte, ja? Also. Hier siehst du die ersten 80 Gebete. Da ist der erste. Die Chance, eine Standardwaffe zu bekommen, ist bei 25%. Die Chance, eine der beiden Eventwaffen zu bekommen, ist 37,5%. Also ist insgesamt. Ne? Verstehst. Beim zweiten Mal ist es 50-50. Entweder oder. Leonie, so professionell vorbereitet hier auf jeden. Immer. Ich habe das alles schriftlich. So. Auf jeden Fall, du hast 25%, 37,5. Und beim zweiten Mal dann 50-50 und beim dritten Mal hast du dann 100%. Deine Waffe. Ne? Also. So ist das aktuell. Ja. Jetzt. Naja, was für 75%, was meinst du? Aber. Hallo Cap. Also 75%, ja, aber du hast dann 75% eine Eventwaffe zu bekommen, das stimmt. Ja. Aber halt 37% entweder die oder die. Hallo Cap, wie geht's dir? Ja. Ja. Aber nicht 75%, also beide Waffen haben 37,5% Chance. Das wird nicht zusammengerechnet, 75. Ja. Entweder oder. Da habe ich auch sehr lange gebraucht. Und noch ein Tipp für alle, das wissen viele nicht. Das wissen wirklich viele nicht. Viele denken, das ist nicht so. So. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Cap? So, passt auf, ja? Haltet euch fest. So. Wenn ihr in einem Waffenbanner pullt, ja, die nimmt man mit, ja, das ist klar. Aber wenn ihr einen Waffenbanner pullt und ihr verliert euer gegen eine Standardwaffe, ja, also ihr bekommt jetzt, keine Ahnung, Himmelsbuch, ja, und sagt aber, nee, ich pull nicht weiter. Kein Bock. Der PD, der bleibt. Aber was viele vergessen oder was viele nicht wissen, du fängst beim nächsten Waffenbanner nicht nochmal von vorne an. Also schon, also was, also die Schicksalspunkte, die fangen von vorne an. Aber du hast dann beim ersten Mal safe eine Eventwaffe. Das ist wie beim 50-50. Mit einem Charakter. Nur, dass du halt entweder oder bekommst. Du kriegst keine. Ja, genau. Du kriegst keine Standardwaffe, wenn du dich schon beim Banner davor gezogen hast und nicht weitergepult hast. Aber du kannst trotzdem zweimal verlieren. Ne? Also du kannst zweimal angenommen, wählen und Ayaka am Waffenbanner und davor hatte Navia und du, keine Ahnung wer. Ja, und du hast die Farb bei Navia, du wolltest eigentlich
den Waffenbanner, eigentlich Navias Waffe bekommen, hast dann aber das Buch bekommen. Scheiß drauf, puls nicht weiter. Gehst im nächsten Banner, wo Raiden und Ayaka drin sind. Du willst die Waffe von Raiden haben. Und warum dann die Schicksalspunkte? Das ist ja dafür, dass du beim... Also du kannst ja trotzdem zweimal verlieren. Du kannst dann zweimal... Angenommen, du willst Raidens Waffe haben. Kannst dann aber zweimal gegen Ayakas Waffe verlieren. Und hast beim dritten Mal dann Raidens Waffe safe. Einfach damit du mehr Pity aufbauen, mehr, damit die mehr Geld machen damit. Dafür ist es. Aber ja. Das wissen sehr viele nicht. Das wussten sehr viele nicht. Waffenbanner riskant. Ich sehe das tatsächlich gar nicht mehr. Seitdem ich das weiß, sehe ich das gar nicht mehr so krass. So streng. Da habe ich mir auch einfach vorgenommen, ich pull nur noch auf die Waffen, die ich auch wirklich haben möchte. Oder halt auf Waffenbanner, die sich lohnen. Na, wo du einfach eine Win-Win-Situation hast, sag ich jetzt mal so. Na. Aber das wissen sehr viele nicht. Und ich habe das halt alles so ein bisschen verschriftlicht. Auf. Also ich habe das auch in Discord drauf. Und in Gebetssammlung. Gebetssammlung. Genshin-Sammlung. Ja, das ist alles. Sind die ganzen Bilder drin. Mich hat das gefreut, wo ich Jaws Waffe aus dem Standardbanner bekommen habe. Ja, Standardwaffe. Also Jaws Waffe ist eine der besten aus dem Standard, ne? Und mir fehlen noch tatsächlich viele. Aber dieses Mal brauche ich die Waffe dringend. Ich auch. Sind das deine Notizen, Overlay? Yes. Die habe ich erstellt, ja. Siehst du ja, hier ist auch mein Name. Bisschen. Da. Die habe ich erstellt, ja. Ich habe da noch ganz viele von. Ich habe die auch. So, eine Stunde fängt endlich das Event an. Ah, stimmt. Oh, ich habe gedacht, das fängt um 10 an. Diese scheiß Zeitumstellung. Oh, nö. Oh, ich habe da jetzt die ganze Zeit drauf gewartet. Komm hier. Oh, Mann, oh. Ich trinke gleich was. Ich habe da halt ein bisschen was erstellt. Ja. Gut. Dass das immer noch nicht klappt, dass mein Charakter wieder erscheint. Eine Sekunde. Hallo. Jo, fängt um 11 an, das Kette, Mann. Ich dachte, fängt um 10 an. Ich finde das auch super. Ich habe das richtig gut hinbekommen, finde ich. Also jetzt nicht so krass selbst loben, aber ich lieb's. Warum? Ah, ein Kätzchen. Jetzt, da muss ich euch jetzt mal teilnehmen lassen dran. Jetzt, damit ihr einfach mal seht, was da alles... Hast du dein Herz noch? Nein, habe ich nicht. Ja, oder finde ich auch. Damit ihr einfach mal seht, was alles im Team eingerichtet ist, ja. Müsstest du eigentlich? Wirst du ja sehen, ob es geht. Ich werde erstmal ein Foto gemacht. Warum aktualisiert er das Bild? Ja, warte mal. Junge, ich, alles funktioniert hier schon wieder nicht. Ja, Kumi. Das Foto ist wichtig, aber es hat sich nicht aktualisiert. Warum nicht?
Ich verstehe das Programm teilweise nicht, ne? Warte. Oh, das. Mach nochmal neu. Warum? Ah. Es tut mir leid, dass das schon wieder nicht geht. Aber ich habe das nicht verschoben. Ich nicht. Warum zum Teufel ist der Hintergrund angegeben? Ach so, ich weiß warum. Mann, oh. So, jetzt aber. Moment. Sogar ich gebe dir gleich die Kanalpunkte wieder. Und nix dafür, dass es rumgebackt hat. Jetzt geht's. Das Foto ist jetzt im Discord. Mit der Schweinenase. Oh Mann. Dass ich das immer alles ändern muss, ne? Ich hasse es. Ich habe da nie was rumgeändert. So, was hat wurde geschrieben? So. Thompson hat gewonnen, yes. Weint jemand? Ich sehe so bescheuert auch schon wieder mal. Am besten noch einen Knast stecken, dann passt das schon. Aber das Foto ist drin. So. So, damit ihr einfach mal seht, wie viel eigentlich hier eingestellt ist, ja. Im Stream. Also. Bestes Beispiel. Bei Jamico ist hier das alles drin, ja. Und das ist. Und irgendwas funktioniert nicht. Der will meinen Avatar nicht wieder anzeigen. Ich habe da, glaube ich, irgendwas falsch ausgewählt. Macht gar keinen Sinn. Warte mal. Also, wenn du jetzt, wenn man mich jetzt auswählt, du nimmst jetzt, versteckt er meinen Avatar? Jetzt. Wechselt und dann zeigt er meinen Avatar wieder an. Sag mal, jetzt werde ich ja noch in den Knast gesteckt. Oh Mann. Verstehe ich aber nicht, warum der mich nicht wieder anzeigt. Was habe ich denn hier eingestellt? Warte mal. Decken. Ah, ich weiß warum. Was habe ich denn hier verkackt, Alter? Testfigur, Miko. Ja, dann nochmal 10 Sekunden. Und jetzt muss das gehen. So. Technik, die begeistert. Ey, das stört mich jetzt voll, dass das Event erst um. Dings ist um 11. Was war das? Ich warte die ganze Zeit drauf. Wir das Katzen-Event spielen. Okay, wir müssen uns eine Stunde noch für unsere Zeit vertrödeln hier. Hallo Miko.
Ich möchte mal was einstellen eben. Ja? Ob das geht. Und das einstellen. Okay, so sieht das also aus, wenn mein Avatar aufs Bildschirm angepasst wäre. Interesting. Willst du mir helfen, mein Hard ausgeben? Kann ich gerne machen. Was brauchst du denn? Irgendwie cool. Aber irgendwie auch nicht. So. Ich muss mir gleich mal was zu trinken machen. Ach ja. Ist da... warte mal, das habe ich doch schon gemacht, ne? Habe ich das schon gemacht? Das sieht so ungemacht aus. Aber das bedeutet, dass man das schön gemacht hat, ne? Ja. Wenn das Kreis ist, dann ist es noch nicht gemacht. War das so rum? Ich hab gar keine Lust, das hier zu erkunden, ne? Hey, einfach Teufel. Ich würde am liebsten einfach Fontaine erkunden. Ich weiß aber gar nicht, muss ich für Fontaine erkunden? Ich weiß nicht. In Fontaine habe ich auch nicht alle. Die ganze Welt Questen habe ich da. Scheiße. Auch da muss ich Welt Quest machen. Auch noch machen. Einfach gezwungen, in den Meere zu erkunden. Nein. Bitte bringt mich in die Fischertree. Bitte. Was denn los, Cap? Ich weine. Lass nicht mehr. Ich finde den Avatar so cute. Ich könnte mich die ganze Zeit selber angucken. Allein die Öhrchen. Ist. Ich habe es relativ gut hinbekommen. Was los, Cap? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich erkunden soll, ehrlich. Kann nicht mal Fontaine erkunden. Bin einfach gezwungen. Bin einfach gebunden an diesem Ort. Welcher Mensch von Huyo
kam auf die Idee, lass mal so eine Wüste machen. Das feiern die Leute doch bestimmt. Welcher Mensch kam da drauf? Junge. Mal Dschungel machen, lass mal Wüste machen. Das feiern die Leute und dann auch noch so übertrieben groß. Dass das den Leuten einfach nur Spaß macht, das zu suchen. Ich sehe den Chat, ich habe gesagt, wobei du Hilfe brauchst. Aber welchen Chat denn bitte? Junge, machte ich Wüste nicht so. Also ich sag mal so, da ich eh gebunden war, oder gebunden bin an der Weltquest und ich Wüste eigentlich bis jetzt noch nie richtig erkunden wollte, kann ich es noch gar nicht so beurteilen. Aber vom, ich weiß ganz genau, wenn ich in der Wüste rumrenne, ich irgendwann lag. Im Sinne von, Wüste kann ich nicht mehr sehen. Ich bin ja jetzt schon in Schlaf, wenn ich da durchlaufe. Wie soll es denn werden, wenn ich da die ganze Zeit durchlaufen muss? Nee, ich will das nicht. Kann ich mal Fontaine machen, Mann. Kann mich nicht an. Ich glaube, ich muss mich echt mal so im Urlaub langsam mal hinsetzen und die ganzen Quests machen. In 2 Wochen, Leute. Habe ich Urlaub und dann gibt es wieder mehr Streams, hoffentlich. Wahrscheinlich gibt es dann nur Story-Streams. Alter. Ihr müsst mich zwingen, diese scheiß Welt testen. Wenn ich endlich fertig werde. Ich muss endlich fertig werden. Den Bumm. Dann lasst mich doch in Ruhe. Ich bin, hab jetzt schlechte Laune wegen euch. Wir nehmen Mobs. Bin ich auch noch gestorben, Alter? Nee. Ich möchte eigentlich nur das Katzen-Event spielen. Mehr wollte ich jetzt eigentlich heute auch nicht machen. Muss ich meine Zeit überbrücken bis dahin. Obwohl, wir können das Event auch morgen spielen. So ist es nicht. Morgen bin ich ja auch online vormittags. Der Ukuli. Oh. Und schon wieder so ein Scheiß. Mutter Maria Gottes. Ja, dann sag an, Captain. Also, entweder sagst du mir, was Sache ist, oder halt nicht. Da ist da oben hin, Junge. Wie lange denn dorthin? Jetzt? Hä? Junge, ich... Muss ich noch 3 Jahre direkt danach drin? Nee, aua. Soll ich auf deine Welt kommen? Kommst du auf meine Welt? Please, gib mir Infos. Muss ich dir alles auf die Nase ziehen, Mensch? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in Sumeru richtig geil finde. Diese komischen... Nee, warte, Cap, ich join dir lieber, weil du bist ja farmen. Ich muss nicht farmen, da müssen wir sonst immer wieder raus, da habe ich keinen Bock drauf. Ich join dir lieber.
Bist du nicht mal online, Alter? Ah. Ja, aber ich sehe so süß aus. Sogar habe ich das nicht wegen dir eingefügt. Das Cosplay? Ich glaube ja. Du hattest mich gefragt, ob das geht, ne? Da habe ich so gedacht, Mission akzeptiert. Wird gemacht. Moment, Alter. Was für Alter, Junge. Felix, danke schön für deinen Follow auf TikTok. Danke schön. Herzlich willkommen. Ich gehe mir eben was zu trinken holen, bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Ja, ich join Deercap. Andersrum. Wir wollen mir gleich auf einmal was zu trinken holen. Geht sofort los. Ich will mal kurz was zu trinken und bin gleich wieder da. Ohne Moment.
Bin wieder da. Willkommen zurück, dankeschön. Oh, ich bin voll gelaufen, Junge. Warum postet er denn Pause nicht? Stream Deck. Was ist mit dir? Es nervt mich hier alles. Gut, dann halt nicht. In Ordnung. Ich habe jetzt 90 Puls, ein Kassel über 15 und 2 Janfeld bekommen. Soll ich das Banner jetzt noch weitermachen oder das andere? Man sollte eigentlich nur die Chance pullen, die man haben möchte. Topfen. Ne? Boah, Alter. Bin gerade mega schnell gelaufen. Hab auch kurz Jogging-Kurs gemacht hier. Was hat denn Gekumi, diese Werbung? Beste. Knallend Bild platziert eben. So, wollen wir mal fahren mit. Also ich habe mir jetzt saure Apfel gemacht. Ja, keine Ahnung, welche ich möchte. Neuvillette kann man nichts falsch machen, aber bringt nichts, alle Chars zu pullen einfach. Ja. Man muss gut überlegen, welche Chars man auf dem Account braucht, welche nützlich sind und so. Und natürlich kann man die pullen, die man haben möchte, na, das ist klar. Neuvi ist aber schon ziemlich gut. Kann man nichts falsch machen mit eigentlich. Aber ja. Und ich trinke jetzt von Just Legends saure Apfel. Habe ich noch nie probiert. Aber es ist ohne Koffein, also einfach nur ein Getränk mit Geschmack, ja. Also Wasser mit Geschmack quasi. Wollen wir mal probieren. Saure Apfel. Also, die sind ja ohne Zucker. Oh, hoppala, Entschuldigung, Felix. Sind ja ohne Zucker. Und ich bin dafür, dass sie keinen Zucker haben, schmecken die ganz schön gut. Ich bin eigentlich so anti-Giro und so. Weil man das irgendwie immer rausschmeckt. Irgendwie weiß ich jetzt nicht. Schmecke ich da jetzt diesen Nachgeschmack? Bisschen vielleicht. So. Muss noch mal probieren. Also dafür, das schmeckt wie diese. Kennt ihr von Haribo diese Apfelringe? Ja, ne? Ein bisschen so schmecken die, aber halt ohne diesen Zuckernachgeschmack. Also dieses extreme Süße ist das nicht. So schmeckt das. Kann man trinken. Also ich habe ja von Just Legends auch Probierpakete bekommen. Zum Testen. Und ich finde die eigentlich ganz geil. Nein, das wissen wir nicht, Toga. Taubsen. Junge Mann. Junge, Toga und Taubsen, ne? Ihr beide. Wird Katastrophe. In Zukunft. Heute bei Artefakten nur Verteidigung Main Stadt erhalten. Oh. Ich habe vorhin auch
Ein bisschen gefarmt. Ich habe auch eine Scheiße bekommen. Bin gebrochen gewesen einfach. Ich habe eine potenzielle Feder Feder. Nee, Blume. Gejobbt für Navia. Ja. Was kriege ich drauf? Eigentlich gutes Set drauf bekommen. Und was geht die ganze Zeit hoch? Elementarkunde. Soll der Scheiß, Mann. Hab endlich KT-Helm. GG. Ich bring Glück, hä? Ich kann das nicht mehr. So. Wann wird denn hier eigentlich Dings eingelöst? Okay. Vor 29 Minuten. Wir müssen eigentlich gleich zurückgehen. Müsste. Was das schon? Mann. War ja kurze Form. Ah, aha. Hä? Rausgegangen. Ja, wieso bin ich? Entschuldige. Einfach nichts sagen. Einfach nichts sagen. Einfach gar nichts sagen. Wir können mich. Psch. Ruhe. Genau. La 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 la, ist gar nichts passiert, alles perfekt gelaufen. Oh yeah. Let's go, let's go. Hallo Juli, wie geht's dir?
Ja, ungewohnt, nebenbei noch TikTok offen zu haben, weil ich war ewig nicht mehr auf TikTok live. Ich muss ja trotzdem raus dann, oder nicht? Ja, meine ich ja. Ein bisschen sauer ist das schon. Saurer Apfel. Uiuiuiui. Aber ist okay. Was? Wegen Chiri und Schalabana jetzt C4, GG. Oh no, Juli, was da los? Why? Obwohl GG C4 ist eigentlich. Was habe ich die C4 oder habe ich die C4? Weiß ich gar nicht. Ich weiß selber nicht, auf welche Constellation ich die gute Frau habe. Ich glaube auf C4. Ja, habe auch C4. Juli, wir sind jetzt perfektes Duo. La 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 la. Kann das Event ein bisschen schneller kommen, bitte? Ich möchte gerne das Event. Oh, ich habe gar keine Lust für 2 Stunden zu arbeiten, man könnte kotzen. Ne, um 11 kommt das. Um 11 Juli. Vor der Zeitumstellung kam es um 10. Mit der Zeitumstellung kommt jetzt um 11. Eine Zeitumstellung, ne? Welcher Idiot das auch eingeführt hat. Ey, könnte. Nee. Einfach nein. Können sie nicht einfach die alte Zeit behalten? Ist nicht. Mal 5 Liter trinken hier, Alter. Geht nicht. Was geht nicht? Die haben das ja schon zugestimmt, dass sie die Zeit. Ja, diese eine Stunde macht auch keinen Unterschied. Die haben das ja im Europaparlament oder wo auch immer zugestimmt, dass sie das wieder. Dass sie die Zeitumstellung abschaffen. Aber sie können sich nicht entscheiden, welche Zeit sie nehmen. Sie treffen sich jeden Monat einmal, um zu bestimmen, welche Zeit sie nehmen. Sie werden sich nicht einig. Seit 3 Jahren. Oder so. Frag mich, was da los ist. Ja. Machen da eh so Kaffeetränkchen. Hauptsache Geld. Hauptsache Money. Der eine Stunde war nice. Für Arbeitskollegen hatte auch Schicht. Die Stunde ja geschenkt bekommen. Ja, aber trotzdem, du bearbeitest ja trotzdem vom Gefühl her eine Stunde länger, oder nicht?
Ist ja trotzdem eine Stunde länger, die du länger arbeitest. Bestimmt statt 10, 11 Stunden. In der Nacht. Also Nachtschicht geht ja meistens 10 Stunden. Bein, Bein, auf und ab. Na. Wie darf ich davon jetzt ein Ohrwurm, Alter? Bein, Bein, auf und ab. Da, 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 da. Und wo kommt das? Ich musste bis 2 Uhr morgens arbeiten und ist ja von 3 Uhr gesprungen, also hat feiern. Ah, okay. Aha, was meinst du? Ich habe gerade so ein Lied gesummt. Und ich weiß nicht, woher ich das Lied habe. Es war irgend so eine Kindheitsserie. Was heißen die denn noch? Spartacus oder so? Lazy Town. Lazy Town war das. Wo habe ich den Ohrwurm jetzt auf einmal her, Alter? Man könnte denken, ich habe Kinder und die gucken das, aber nein, habe ich nicht. Ich krieg manchmal so random Ohrwürmer aus der Kindheit. So richtig mega aus dem Nix. Von Hannah Montana, Lazy Town, weiß ich was noch alles. Ey, ganz wild. Oder von SpongeBob. Das Lied am Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E. Oh, nee. Schlimm, sowas. Ganz schlimm. Für wen? Welches Set ist für am besten? Wow. Du hast ein Wort vergessen. Ein Wort wurde vergessen. Ciao, ciao. Da kann man eigentlich viele spüren. Lass mich mal. Ja, das habe ich auch. Du kannst das Set spielen auf ihr. Also das Dendro-Set. Oder halt das, was Tuga sagt. Und halt als Support wird meistens das Set gespielt. Moin, Leon. Also auf Support wird das Set meistens gespielt. Aber es kommt halt drauf an, in welchem Team du sie spielst. Na? Kasi, ich habe Gamis Namenskarte, die ist so cute. Kannst du werfen, wenn du willst. Da muss man reinschauen, warte mal. Einmal kurz bei Juli gucken. Oh, die ist wirklich süß. Ich würde Garmin auch gerne bauen. Der würde... Leon ist wieder Single, what? Warum? What happened? Hab Schluss gemacht. Warum? Why? Na los. Die Entfernung. Ja, Fernbeziehungen sind nicht leicht. Keine gemeinsamen Interessen. Oh Mann. Das ist City. Ja, Fernbeziehungen sind nicht einfach. Aber dafür muss man gemacht sein. Tatsächlich. Ich und Alex hatten ja auch ein Jahr Fernbeziehung. Das war auch keine leichte Zeit, so.
Garmin ist mein Golden Boy, hat mein einzige. Was? Hat meine einzige Battle Pass Waffe bekommen. Ach, ich bin so am Überlegen, ob ich den baue. Der macht richtig krass Schaden, Mann. Also, wenn man ihn mit guten Sachen baut, sag ich jetzt mal so. Leon, geht es dir gut? Trotzdem, oder bist du jetzt traurig? Gute Besserung. Mir geht's immer gut. Ja, aber es ist auch okay, wenn es einem mal nicht gut geht, ne? Oh Mann. Dabei wart ihr doch so in love. Was ist denn los, Mann? Meine Fische ist schon viel zu brauchen. Das ist für mich schon normal. Sollte aber eigentlich nicht normal sein. Ich hab einfach gute Besserung, Junge. Cosplay Day. Einmal alles heute durchgespielt hier. Schön, oder? Junge, meine Augen bei... Was ist denn... Was ist los, Yokomi? Das mit Fernbeziehung habe ich auch schon hinter mir. Schön ist das echt nicht. Nee. Also, man muss halt wirklich dafür gemacht sein, um das zu können. Ja, bei TikTok sind die Augen ein bisschen transparent. Das ist ein bisschen Pain. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wird schon wieder Knastfoto gemacht hier. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei TikTok einstelle. TikTok Studio ist so eine Kacke, ne? Also TikTok Live Studio, ne? Ich sag's, wie es ist. Das ist so eine Scheiße. Das ist so ein Rotzprogramm. Ohne Witz. Wenn ich ein 7K hätte, ich würde es einfach über OBS streamen, ne? Aber nein. TikTok sagt nein. Ja, Mann. TikTok Live ist so kacke, ja, Mann. Ich finde das so nervig. Ich. Greenscreen einrichten, ja, Pain. Oh ne, ich wollte gar nicht. Huch, das war knapp. Streamgeld bekommst du nur über einen Klo. Ich bin in einer Agentur. Aber keine Ahnung, wie ich da ein Streamgeld bekomme. Bin zu blöd. Wollen auch fragen. Ich hatte in meinem Leben zwei Fernbeziehungen über mehrere Monate und bei den beiden ist es dazu gekommen, dass man dann zusammengelebt hat und mit der letzten Fernbeziehung, wo wir zusammengezogen sind, jetzt 10 Jahre und 2 Kinder geworden. Oh. Hat aber auch nie Fernbeziehung in einem anderen Land oder so. Ja. Süß, einfach. Also ich und Alex, wir hatten ja, also mein Freund und ich, hatten jetzt auch 2018 bis 2019 eine Fernbeziehung. 2019 ist er zu mir gezogen. Und seitdem leben wir zusammen. Ne? Also sind wir auch bald 6 Jahre zusammen. Also auch schon sehr lang. Ich mache das mit OBS virtuell Kamera und dann TikTok Live nur mit vertikal reinmachen. Dann spiegelst du das, was du auf OBS siehst auf TikTok. Ja, das will ich ja gerade nicht. Das ist ja das, was ich... Das will ich ja gerade nicht. Weil... TikTok hat ja auch eigene Sachen, zum Beispiel, oh ne, ich werde schon wieder angepisst. Ich werde schon wieder angepisst.
Ne, auf jeden Fall, das mit TikTok ist halt, ich habe da so die eigene Followerliste, eine eigene, so wie in OBS, wie bei Twitch, habe ich da auch bei OBS das Overlay, weißt du? Deswegen, Virtuellkamera wäre für mich halt, wird angepisst, wortwörtlich, oder? Ja. Das seht ihr jetzt halt auf TikTok nicht, die Sachen wie Streamstickers und sowas. Das ist halt das, was mich ein bisschen nervt. Nochmal. Und meinen jetzigen Mann habe ich in einem MMO kennengelernt, damals bei TeamSpeak das erste Mal gehört und direkt gedacht, der hört sich sympathisch an, ja. Ja, ich habe Alex durch Mädchen kennengelernt damals. Durch Mädchen 2, falls das jemand kennt. Dadurch haben Alex und ich uns kennengelernt. Ja, Mädchen 2, yes. Das waren Zeiten, Junge. Mann, Mann, Mann. Bei uns war es Terra Online. Oh, das habe ich auch gesuchtet, Alter. Holy moly, ey. Das Spiel habe ich auch gesuchtet ohne Ende. Und da haben die den Server offline genommen, Alter. Bundes. Mal eine Frage. Was ist besser auf ein Artefakt als Mainstead Armin Schaden oder Elementarkunde? Kommt drauf an, welcher Charakter. Manche Charaktere brauchen Elementarkunde, manche brauchen Anime-Schaden. Beziehungsweise Schadenselement, sag ich jetzt mal so. Auf Kasua, da ist Elementarkunde besser. Ja, dabei, aber ja, Taubsen, du musst bei den Charakteren auch die Fähigkeiten durchlesen. Dann weißt du, worauf du da achten musst. Terra habe ich 4 Jahre lang durchgehend gespielt. Aber das war auch. Ich finde, das Game war geil. Terra. Das hat auch Spaß gemacht. Ich habe das als Kind voll aufgespielt. wollte letztens mal ein Mädchen rein, aber keine Ahnung, was meine Daten sind. Also ich habe immer P-Server gespielt, also Privatserver, weil ich keinen Bock auf Original. Weil das beim richtigen Mädchen-Server, da bist du ja, Alter. Der cashte ohne Geld, ohne Ende. Lesen? Was? Achso. Bei Kasa, die Skills lesen, ja. Junge, ich vergesse teilweise selber, was ich gesagt habe, ne? Alzheimer einfach. Ich habe bei normal immer Sachen geschenkt bekommen, weil ich ein Mädchen-Char hatte. Ja, das ist typisch. Einfach typisch. Ja, TikTok nervt, was das angeht. Also mit Greenscreen, da kannst du echt so nicht. Vielleicht muss ich bei TikTok Greenscreen. Bei Dings. Dunkel. Huch. Ja. Oh. Oh Mann. Eine Sekunde. Wo ist denn meine Kamera da? Greenscreen. Was ist das? Repariert. Das ist besser, ja. Gut. Hab heile gemacht. Problem ist, wenn ich jetzt Baby Yoda nehme wieder. Hallo. Und gleich ausprobieren. Wenn ich ihn jetzt nehme, sieht man ihn trotzdem. Ja. Das ist das. Das ist gut.
Äuglein sind da, yes. Funktioniert wieder. Mir fehlt nur noch die Request, dann habe ich nichts mehr zu tun. What? Ich kann es ja auch bei meinem Account weitermachen, Juli. Kannst gerne meine ganzen Quests machen, wenn du nichts zu tun hast. Boah, ich würde, Junge, wenn irgendjemand meine Quests machen würde, ne? Würde ich lieben, die Person. Ich habe noch 3 Millionen Quests offen. Ich habe ständig nichts zu machen, Genshin. Ich habe immer was zu machen. Die ganze Zeit. Aber ich habe auch immer... Ja. 100 Euro und ich mache es. Yo, wahrscheinlich 100, oder? Ich hab hier, ich mach's gratis. Mit deiner Aktivität. Ich hab hier einfach 200 Euro im Bar rumliegen, Alter. Ich hab mein Handy verkauft. Oh Junge, das muss ich euch auch erzählen. Ich hab ja mein Handy verkauft, mein altes. Alter, das war so gruselig. Für die, die auf Discord sind, die wissen das, was da abgegangen ist, aber die... Ich habe mein iPhone verkauft, mein altes. Das Silver, glaube ich, war das, ja. Hat mich so ein Typ angeschrieben. Oh, so mega weird, ne? Also so richtig creepy hat er mich angeschrieben. Der hat gesagt, Bruder, was willst du eigentlich von mir? So... Hab nicht verstanden, was er wollte. Es war halt so, irgendwann habe ich gecheckt, okay, der hat einfach seine Sachen, die er schreiben wollte, in Google Übersetzer gepackt. Und das, was da rauskam in Deutsch, das war das, was, ja, ne, was er mir geschickt hat. Und dann meine ich so, Mama, soll ich dir mein Handy verkaufen oder nicht? Weil 400 Euro schmeckt halt schon, ne? Und ich war der Typ, auf jeden. Also, es schmeckt schön auf jeden Fall. So. Und dann Alex meinte dann auch, sehr mach halt. Dann habe ich zu Alex gesagt, du kommst mit. Du bist da unten mit, du stehst da, du redest mit dem. Und dann kamen die, also kam wohl der kam dann, also ein Mann kam und sein Sohn. Und der Sohn hat dann erstmal mein Handy so genommen, also das, was ich verkaufe, hat erstmal geguckt, ob das Original ist und so. Die Nummern abgecheckt. Und dann hat er so gesagt, dass, also der Mann hat gesagt, er ist Ukrainer. Er kann nicht so gut Deutsch. Also so mega. Mit Hand und Fuß hat er kommuniziert halt. Ja, meine ich so, ja gut. Alles bestens, ne? Dann ist er wieder gegangen. Hat das Handy mitgenommen und 400 Euro in die Hand gedrückt und jetzt tschüss. Und dann so und dann waren wir ja am Samstag essen. Alex und ich. Und da habe ich halt das Bargeld mitgehabt so. Der meint Alex so, was wenn das Falschgeld ist nachher? Was machen wir dann? Also wir haben mega Vertrauensprobleme gehabt. Weil wir dachten die ganze Zeit, das ist Fake-Geld. Aber wir haben extra im Spiegel geguckt, durchs Fenster geguckt und so. Sah alles echt aus. Aber Junge, ich hab halt auch ewig keinen 100-Euro-Schein in der Hand gehabt. Das war auch ganz weird. Also, eBay-Kleinanzeigen ist immer ein bisschen gruselig, da. Die kamen extra aus Hamburg. Sind extra aus Hamburg nach Lübeck gefahren dafür. Auch ganz wild. Mit meiner Aktivität, was soll das heißen? Gar nichts. Battle Pass oder... Und oder welche ich mach's. Ernsthaft? Im Battle Pass würdest du meine Quest machen? 500-Euro-Schein hatte ich einmal in meinem Leben in der Hand. Ich glaube, ich hatte noch nie einen 500-Euro-Schein in der Hand. Nee. Ich hatte noch nie einen 200-Euro-Schein in der Hand. Ich hatte maximal 100-Euro-Schein. Gibt es überhaupt noch die 200-Euro-Scheine? Weiß ich gar nicht.
Also Juli, wenn du es für den Battle Pass machst, easy. Dann würde ich dir den Battle Pass in die Hand drücken mit Kusshand und du kannst meine Quest machen. Okay, ich bin durch. Komm zu dir. Ne, ich mache jetzt erstmal das Event. Und jetzt seit 3 Minuten raus. Ja, du wirst gar nicht wissen, wie viele Quests ich habe. Also ich würde dir auf jeden Fall... Also für den Battle Pass easy going. Würde ich machen. Am besten noch Mond... Also Mond... Also 25 Euro easy. Wenn du das dann machst, ja. Warte mal, ich hab... Ihr seht's ja hier, warte. Das sind meine Quests, die ich habe. Also die alle... Die... Ne, die nicht unbedingt. Die mache ich selber irgendwann mal. Aber die... Und die... Mensch, geht doch quasi. Das ist voll viel, Mann. Die Sachse geht so. Geht doch. Also von Zeitaspekt ist das echt viel. Für einen Cappuccino hätte ich das auch gemacht. Weiß nicht. Ich bin so... Und bei mir sucht jetzt alles leer. Ich weiß nicht, ich bin da so... Ich bin questfaul. Ich bin aber auch in jedem Spiel questfaul. Ich hasse es. Oh. Kriegen wir eine Katze? Let's go, Quest machen. Katzis! Hab die Tage frei, also würde ich das machen. Schreib mir mal in Discord, Juli. Wir klären das. Wir machen das. Ich geb dir jetzt, Alter, 25 Euro oder 50. Kannst du machen, mir egal. Hauptsache die Quest sind weg. Neues Event, yes! Katsching! Hallöchen! Wie geht es dir? Punkt 11 Uhr und Katsching ist da. Wie immer. Rosaria. Sie ist mein Baby. Ich habe sie als Main gehabt früher. Allein Rosaria. Ja, okay, ich möchte die ganze Story jetzt eigentlich nicht wissen. Wir eigentlich nur. War schon bei Fortnite hier. Was für Fortnite? Ich habe gar kein Fortnite gespielt heute. War wieder eingeschlafen. Hm. Nee, ich habe meinen Titel nicht geändert gehabt. Und letztes Mal. Ich vergesse das immer, meinen Titel zu ändern. Ich bin da so, bin lost, was das angeht. Ja, ich sehe ja nicht. Ich habe ja... wenn ich früh mit Quest ready bin, sollen Affiments auch ein Erfolge. Was für Erfolge meinst du jetzt mit Erkunden? Also Erkunden nicht. Also Erkundungserfolge nicht unbedingt. Ich habe ein paar Tage gepinnt, seit damals schon hier. Seit Freitagabend. Schläfst du, sagst du? Ihr könnt mir erklären, Juli, wenn soweit. Also. Du könntest die nächsten Tage meinen Account beanspruchen. Also außer morgen Vormittag, das streame ich. Also ich würde, das schreibe ich dir natürlich dann, wann ich streame. Könntest du meinen Account machen? Junge, ich habe jemanden, der meine Quest macht, Leute. Ich muss die Scheiße nicht selber machen. Lieben wir. Dann habe ich auf einmal so einen Tag später alle Quests weg. Juli hat dann einen Tag alles durchgemacht. Das wäre wild. Aber da sind noch so viele Quests offen. Und die ganze Anara-Quest ist auch noch frei. Außer die beiden, die man machen muss. Aber die müssen ja, das ist jetzt nicht so zwanghaft, die gemacht werden müssen. Was muss man denn bei dem Event machen? Hallo, lass mich. Okay. Okidoki. Oh! Ein Katzi! Guckt sie euch an.
So süß. Auch Tofu. Das ist süß. Mein Herz. Er hatte auch mal eine komplett weiße Katze. Ach, sie ist süß. Also Katze. Ich will unbedingt eigentlich eine Katze haben. Irgendwie. Aber ich habe 2 Hunde. Die würden damit nie klarkommen. Und apropos Katze, ja. Ich habe mir überlegt. Okidoki. Ich habe mir überlegt. Ich habe mir etwas überlegt. Ja, warte mal. Apropos Katzen. Seht ihr das ja? Die Emote wollte ich mir gerne kaufen als Follower-Emote, weil finde ich süß. Also was man jetzt zum Beispiel. Das Problem ist, mir fehlt da ein Wait Emote. Und ein Prey-Mode. Ich habe die Dame angefragt, ob die von dem Emote ein Prey-Mode machen kann und ein Wait-Emote. Dann könnte ich meine Follower-Emote zu Katzen umändern. In der schwarzen Katze natürlich, weil ich habe schwarze Haare. Das natürlich am besten. Was würdet ihr dazu sagen? Ja, oder? Ich finde Baby Yoda auch gut, aber es halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das so zu mir passt. Wisst ihr, wie ich meine? Also entweder bleiben die Baby Yoda oder halt die Katzen im Mods. Aber das werde ich wahrscheinlich nochmal abklären, aber ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen Katzenfan und hätte auch gerne eigentlich Katzen. Emote. Junge, was labern die denn so viel hier schon wieder? Oh. Eistorte! Oh. Baby! Ein Feini! Hat Rosario hier gerade gelächelt? Besorgt mir kurz Frühstück, macht das. Ich liebe Katzen. Katzen sind toll. Und der hieß Pascha und hat sich auch so verhalten. Ja, Pascha heißen ganz schön viele Katzen, Pascha. Finde ich auch süß irgendwie. Wenn ich eine Katze hätte, würde ich Kasimir nennen. Also einen männlichen Kater natürlich. Oh, ist das süß. Hallo. Ich bin Kasi. Lächelt sogar. So, einrichten. Jetzt darf ich hier einrichten. Oh, nein. Oh, ich weine gleich, das ist zu süß. Aha, die müssen genau auf. Ach, die Scheiße.
Okay, ich muss genau. Hinweis. Wir müssen genau auf der Höhe sein. Wie soll ich das machen? So, das. Aha. Watchtime. 18 Stunden, 10 Minuten. Mensch. Gib dir Huhn. Süß. Steht da jetzt ihr Leben. Was ich jetzt machen? Durch Einreichen von Sachen. Warte, spielen. Möchte mit der Katze spielen. Gib mir Katze. Du kannst eine Katze auf Katzenthron bühnen und direkt dann zum Spielen anladen. Dann kann man mehrere Katzen haben oder was? Hallo Baby. Entschuldigung. Hallo. Ein süßes Ding, du. Ein süßes Ding. Okay. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo ich dich streicheln kann. Oh. Hallo Bibi. Jetzt ein Feini. Ach, das ist süß. Der hat 100 Tote gerade. Kann man das auch mit Miko machen? Reicheln? Hallo. Ja, unzertrennlich jetzt mit ihr. Wir best friends jetzt. Ah, oh, das ist süß. Einfach Katze streicheln. Junge. Und jetzt? War schon. Herr Püker, wenn Katzen schreien auf seine. Ja. Dann kriegen wir eine eigene Katze oder wie? Und einen Kastendessel. Okay, mehr können wir noch nicht machen. Bad. Hallo Anni. Wurde ab zur Dienstberatung. Ja, um 11:30 fahre ich los. 10:30. Entschuldigung. Gar kein Bock, ja. Für 2 Stunden muss ich dahin, Mann. Ja, aber nicht auch nicht. Lass mich in Ruhe. Will da nicht hin. Nein. Was für extra 2 Stunden zur Arbeit, Junge.
Bis extra 2 Stunden. Muss dir noch was erzählen? Tea time? Oder was? Eieiei. So, fast, glaube ich. Jetzt wen müssen wir boxen? Müssen wir jemanden boxen? Bestimmt. Okay, das Event war jetzt ziemlich kurz. Sad. Aber hat genau ein paar Zeit, nicht genau. Ja, hält eine Nahe. Okay. I'm ready. Wann bist denn du da? Also, Mareike holt mich ja ab. Also, sie holt mich um 1:30 ab. Und dann sind wir, glaube ich, kurz vor 13 Uhr oder so da. Kurz vor 13 Uhr passt. Bis nachher. Tschüssi. Das waren viele Wünsche. Ja. Ausnahmsweise mal. Ich mich auch. Kuss. Muss auch mal wieder lernen zu sparen, gerade für Cappuccino vor allem. Also ich ganz bin ehrlich, sparen für mich ist mittlerweile gar nicht mehr so schwierig. Weil ich habe mir echt Prioritäten gesetzt. Und das fällt mir dadurch halt einfacher, diese Prioritäten auch durchzuziehen, sagt man das so? Ich glaube schon. Ja. So, wir haben das Event gemacht, Leute. Und ich muss mich gleich fertig machen für die Arbeit. Ich mag es halt, jeden Char zu haben, deswegen hat mich Chiri und Euler Banner verrückt gemacht. Beim Chiri hat mich tatsächlich im Gameplay nicht überzeugt, Gott sei Dank. Deswegen habe ich sie dann halt auch nicht geholt. Das lange Sparen macht auch echt Spaß und dann alles in einen Char zu verbrauchen, umso mehr zu. Aber das ist richtig. Ich bin schon richtig hyped drauf, bin ich ehrlich. Ein bisschen Hype bin ich schon auf Pullen, aber mir kitzelt das auch in den Fingern, bin ich ehrlich. Also langsam wird Zeit wieder. So, meine lieben Freunde, ja, Freunde der Sonne. Die Gacha-Sucht ist so. Also langsam piekst das schon. So, meine lieben. Hoch. Warte. So. Meine lieben Pupils. Ich muss den Stream. Ich beende den Stream für heute. Ja. Erstmal angeschissen werden. Oh Mann. Wurde schon wieder angeschissen, jemand. Angepisst und angeschissen. Oh, hoppala. Entschuldigung. Wieso mir das Mikrofon dann? Was soll das? So, jetzt aber. Ich werde den Stream für heute beenden. Da ich mich gleich für die Arbeit fertig machen muss. Ich bin wahrscheinlich morgen Vormittag online. Also ich denke, viel Spaß beim Arbeiten. Ich habe nur Dienstberatung, also nur 2 Stunden zuhören und dann gehe ich wieder nach Hause. Also ist jetzt nicht wirklich arbeiten. ich werde auf jeden Fall morgen Vormittag streamen, aber wahrscheinlich auch eher wieder kurz, weil Sophia kommt morgen eventuell. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Montag, einen schönen Wochenstart. Und wir sehen uns dann morgen früh
Für weiteres könnt ihr mich gerne auf dem Discord anschreiben oder wir schreiben im Discord. Ja. Ne? Ja, wie bei mir auch, hab Homeoffice auch kein Arbeiten. Das stimmt. Homeoffice ist auch entspannend. Mein Gott, das hätte ich auch gerne. In der Pflege Homeoffice machen, easy. Ja, dir auch einen schönen Tag noch. Ich schreib dir gleich, Juli, ne? Dann klären wir das Weitere. So, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Kuss, kuss.